Hallo, liebe Jungfrau, und willkommen zu deiner persönlichen Monatslegung für den April 2022. Ich freue mich, dass du wieder da bist, und so wie immer hoffe ich natürlich auch, dass es dir gut geht. Ich habe jetzt hier folgendes Tarot-Deck für dich mitgebracht. Das ist das ätherische Visionen-Tarot. Ich habe jetzt hier die englische Variante, das gibt es aber ebenfalls auf Deutsch. Die anderen Card-Decks, die ich dann ebenfalls noch für dich verwende, stelle ich dir dann mitten im Reading vor. Also, ich sage dir quasi als nächstes, was ich als nächstes für ein Kartendeck verwende. So, Jungfrau, dieses Orakel könnte also für dich interessant sein, wenn du die Jungfrau im Sonnenzeichen, im Mond, im Aszendent oder auch in der Venus hast. Es ist ebenfalls eine ganz, ganz allgemeine Legung. Das heißt, nicht jeder von euch muss unbedingt damit in Resonanz gehen. Das sind jetzt hier wirklich ganz allgemeine Energien für den April, für das Sternzeichen Jungfrau, ja? Entweder es passt oder es passt nicht. Versuche es dann bitte nicht noch irgendwie passend zu machen. Das hat nämlich dann keinen Sinn, wenn du feststellen solltest, okay, es ist nichts eingetroffen, ich fühle mich nicht angesprochen. Ne? Okay, liebe Jungfrau. Ich würde sagen, dass wir jetzt auch direkt anfangen mit deiner Legung. So wie immer lasse ich 4 Karten rausspringen. Sollte dir das irgendwie zu lange dauern, kannst du auch sehr, sehr gerne vorspulen. Okay, April Jungfrau. Was bringt der Monat April der Jungfrau? Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Jungfrau, April. Was bringt der Monat April der Jungfrau? Nummer 1. April Jungfrau. Nummer 2. Noch 2 Karten bitte. April Jungfrau. Okay, das ging schon ganz schnell. So, erstmal lege ich jetzt deine Karten ordentlich ins Bild. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. Und zwar mit deiner Karte jetzt hier unten drunter. Das ist also die Energie für den Monat April für dich. Da hast du. Ja, auch schön. Das sind die 6. Stäbe. Also die 6. Stäbe, Jungfrau, da geht es wirklich um Sieg. Siegreiches Gelingen. Du wirst hier anerkannt. Du wirst wertgeschätzt von anderen. Ne? Also die Karte, das ist wirklich der Triumph. Das ist der Sieg. Das ist das... Ja, erfolgreiche Gelingen. Ne? Also man kommt hier wirklich aus einer herausfordernden Situation raus, weil vor den 6. Stäben kommt die 5. Stäbe, weil da geht es immer um Konflikte, Auseinandersetzungen. Ne? Und da habe ich das Gefühl, das ist der erfolgreiche Abschluss für dich einer Situation, die wirklich sehr, sehr herausfordernd war für dich, wo es Konflikte gab, wo du vielleicht auch ein kleines bisschen verzweifelt warst. Ne? Also auf jeden Fall, liebe Jungfrau, sehe ich hier, der Sieg ist ja wirklich im April auf deiner Seite. Also du bekommst hier ebenfalls, dafür steht die Karte zumindest, von anderen Lob, sehr viel Anerkennung. Du wirst geschätzt für das, was du bist, für das, was du kannst, für das, was du leistest. Ja, lass mal sehen, Jungfrau, was du jetzt hier unten drunter hast für Energien. Das sind die 4 der Kelche. Jungfrau, ich spüre einen heimlichen Verehrer. Also das ist jetzt so wirklich, ja, ich weiß, das muss nicht unbedingt bei allen sein von euch oder bei vielen, aber ja, bei einigen wenigen von euch, eventuell wenigen, spüre einen heimlichen Verehrer. Beziehungsweise es gibt hier jemanden, der verehrt dich, der hat Gefühle für dich und du siehst es nicht. Oder, also das ist wirklich die Energie, die ich ja ganz, ganz klar wahrnehme. Weil wir sehen hier die 4 der Kelche. Und hier sehen wir den Ritter der Kelche, der kommt an mit hier. Ja, das ist eine sehr, sehr gefühlvolle Energie. Der kommt ja wirklich an mit Angeboten, mit Lob, Wertschätzung, Hilfsbereitschaft und Komplimenten. Ne? Und du hast da wahrscheinlich, du siehst es nicht richtig. Oder einige von euch könnten möglicherweise auch ein Problem damit haben. Oder sagen wir es mal so, ihr könnt schwer Komplimente annehmen oder beziehungsweise ihr könnt schwer Hilfe annehmen, einige von euch. Und das ist das Gefühl, was ich hier ganz klar habe. Also ich spüre hier schon, also Jungfrau, ich sehe hier jemanden, der schwärmt von dir, der hat hier Gefühle für dich. Ne? Also bei einigen von euch spüre ich hier eine Energie. Der hat Gefühle von euch. Und darüber bist du dir nicht so richtig im Klaren, beziehungsweise du siehst es nicht. Oder aber du denkst dir, was soll ich jetzt damit anfangen? Soll ich dem vertrauen? Soll ich, was mache ich? Nehme ich den Kelch an, den mir diese Person anbietet? Oder, ne? Das ist das, was ich hier ganz klar wahrnehme. Also, wow, liebe Jungfrau. Ne? Also, aber wie gesagt, ich spüre auch bei einigen anderen von euch, dass ihr wirklich, dass es euch schwerfällt, Komplimente anzunehmen. Ja. Beziehungsweise, dass es vielleicht euch auch ein bisschen schwerfallen könnte, Hilfe anzunehmen. Auch das ist das, was ich hier bei einigen von euch wahrnehme. Wow, also Jungfrau, ziemlich interessant. Ich bin gespannt, was dann die anderen Karten noch sagen werden. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt auch an mit deiner Legung.
Und zwar drehen wir jetzt gemeinsam mal deine erste Karte um für den April. Und da hast du jetzt hier die Stärke. Das ist Löwe-Energie. Okay, also ich sehe hier wirklich dich in einer sehr, sehr selbstbewussten Energie auf jeden Fall im April. Beziehungsweise kommst du immer mehr in diese Energie hinein. Da geht es um Selbstvertrauen, es geht um Stolz, es geht um deine Kraft, deine Vitalität, deine Lebendigkeit auch irgendwo, was im April ganz, ganz groß geschrieben ist. Ne? Und für mich sind die sechs der Stäbe ebenfalls, das ist für mich ebenfalls Löwe-Energie. Ne? Weil ich habe das Gefühl, dass du in einer Situation bist, liebe Jungfrau, wo du sehr, sehr viel Ansehen genießt, wo du wirklich, ich sehe dich strahlen, Jungfrau, um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, ich sehe dich ja wirklich strahlen. Ich sehe dich wirklich in einer Position, wo wirklich alle Augen auf dich gerichtet sind. Das ist das Gefühl, was ich habe, beziehungsweise kommst du immer mehr in diese Energie ebenfalls auch hinein. Ne, wo du dich selber wertschätzt, wo du wieder in deiner Kraft kommst, wo du beginnst, an dich selber wieder zu glauben. Lass mich aber erstmal weiterschauen, Jungfrau. Als nächstes hast du jetzt hier, das gibt's nicht, das ist die Herrscherin. Übrigens noch eine hohe Arkana-Karte. Wir haben schon zwei jetzt hier bei dir. Bei der Herrscherin habe ich das Gefühl, dass du wirklich lernst, dich selbst wertzuschätzen, dich selbst ebenfalls auch zu lieben. Das ist Stierenergie. Da geht es um Schönheit, Liebe, Wertschätzung. Ne? Also sein Leben genießen, sein Leben auch in Luxus irgendwo genießen. Also ich sehe bei dir, Jungfrau, der erfolgreiche Abschluss einer Situation hier. Und das kannst du genießen. Darauf kannst du stolz sein, weil ich sehe, dass einige von euch das wirklich ganz alleine fertiggebracht haben. Ne? Also das ist genau das, was ich hier sehe. Wenn du sagst, oh, das ist totaler Schwachsinn, was sie erzählt. Ja, dann kann es sein, dass es wirklich nicht deine Legung ist. Oder aber lass dich ganz einfach mal überraschen, weil der April steht ja ebenfalls noch an. Aber das ist genau das, was ich sehe, weil die Herrscherin ist für mich Fruchtbarkeit, das ist ebenfalls Wachstum. Also kann man hier wirklich davon ausgehen, dass deine Lebendigkeit wieder zunimmt, dass dein Vertrauen in dich selbst wieder zunimmt sozusagen. Ne? Lass mich mal sehen. Es geht hier bei dieser Karte um Fülle, ganz eindeutig. Okay, das sind jetzt hier die 8er Kelche. Also ich sehe dich auf jeden Fall. Wenn ich mir jetzt hier die 8er Kelche so anschaue, habe ich das Gefühl, ja, du hast einiges hinter dir, Entschuldigung, du hattest einiges hinter dir gelassen, sehr, sehr viele Konflikte, sehr viel Stress auch, sehr viele Herausforderungen. Also das fühlt sich für mich so an, liebe Jungfrau, wie eine Zeit, die du hinter dir hast, die wirklich sehr, sehr nervenaufreibend war, die sehr, sehr stressig war irgendwo auch, ne? Und da habe ich das Gefühl, das lässt du hinter dir und beginnst nun wirklich damit, dich selber wertzuschätzen und vor allem gehst du auch in Richtung 9er Kelche. Ne, ich bin jetzt gespannt, was hier kommt. Was haben wir hier? Den Brunnen. Das ist eine Zusatzkarte aus dem Tarot. Ich habe das Gefühl, es geht jetzt für dich vor allem auch im April darum, liebe Jungfrau, dass du damit beginnst, deine Wünsche Wirklichkeit werden zu lassen. Weil es heißt ja nicht umsonst Wunschbrunnen. Du hast einen Wunsch frei. Mach einen Wunsch. Äußere deinen Wunsch. Ne? Und Jungfrau, da habe ich das Gefühl, ja, mach einen Wunsch. Und trotzdem muss ich teilweise gestehen, die 8er Kelche sagen mir hier in diesem Deck was anderes und nicht das, dass du in Richtung 9er Kelche gehst. Es kann natürlich sein, dass du das wirklich tust, weil wenn ich mir die Kraft angucke und ebenfalls die Herrscherin hier, aber für mich in diesem Steck, in diesem Steck, jawohl, aber für mich jetzt in diesem Deck stehen die für mich für Trägheit. Ich sage jetzt nicht, dass du träge bist, aber es kann sein, dass du aus dieser Situation herauskommst, ja? Weil für mich ist das so die Energie. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich losgehen soll. Ich sitze hier eigentlich ganz gut, weil das ist so eine Energie. Man überlegt noch hin und her und mache ich's nicht und es fällt mir schwer loszulassen. Das ist die Energie der 8er Kelche jetzt hier für mich in diesem Deck. Aber wenn ich mir jetzt die drei Karten angucke, ergibt die Trägheit und so weiter natürlich keinen Sinn oder die Stagnation. Ne? Deswegen sehe ich dich hier wirklich. Ja, dass du da rauskommst und du wirklich überlegst, okay, wie gehe ich jetzt weiter? Wie möchte ich weiterleben? Wie kann oder was kann ich dafür tun, um mehr Geld zu verdienen? Was kann ich tun, um mehr Liebe in meiner Partnerschaft hineinzubringen? All solche Dinge sehe ich ja bei dir, ne? Gut, liebe junge Frau, ich würde sagen, ich nehme jetzt für dich auch schon mal das nächste Deck in die Hand. Ich muss mal ganz kurz mein Glas ein bisschen weiter hochschieben. Okay, was ich jetzt für dich verwende, Jungfrau, das ist das Heavenly Bodies Astrology Deck. Aber wie gesagt, bei einigen von euch, ich spüre einen heimlichen Verehrer. Entweder wirklich einen heimlichen Verehrer oder aber es gibt jemanden, der flirtet mit dir, der macht dir Komplimente, der schreibt dir wahrscheinlich das sehr oft, der schenkt dir Aufmerksamkeit. Aber da habe ich das Gefühl, du hältst diese Person noch so ein klein wenig auf Distanz und du weißt nicht so richtig, kann ich dem vertrauen, soll ich das annehmen? Und das ist die Energie, die ich ja wahrnehme. Ja?
bei einigen von euch. Wie gesagt, du musst mal gucken, wie es für dich passt. Was haben wir jetzt hier? Da hast du jetzt das Feuerelement. Ja, genau, das ist das Vertrauen, das ist das, ja, das ist die Leidenschaft auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl zwischen, weil ich jetzt gerade von der anderen Person gesprochen habe, habe ich wirklich das Gefühl, ja, das kann bei einigen von euch eine Affäre sein, das kann eine romantische Verbindung sein, das kann ein Flirt sein. Auf jeden Fall sehen wir hier schon, ja, das Herz wirklich sehr, sehr krass abgebildet. Also geht es hier wirklich um tiefe Gefühle. Und der Ritter der Kelche, da geht es schon um mehr als nur Schwärmerei, mehr, schon ein bisschen mehr als nur tiefe Liebe. Da ist auf jeden Fall Potenzial da, dass ich das Ganze vertiefen kann. Aber vor allem spüre ich, liebe Jungfrau, dass auch deine Gefühle, also dass du, ich spüre sehr, sehr stark Liebe. Und ich habe das Gefühl, das verstärkst du ebenfalls jetzt auch in dir. Wenn ich mir jetzt hier die Stärke anschaue und ebenfalls die Herrscherin, da geht es um Vertrauen, Selbstliebe und man genießt sich selbst, man genießt das, was man bisher erreicht hat. Und hier bist du wirklich in deiner Herzensenergie. Es kann sein, dass du es hier mit einem Feuerzeichen zu tun haben könntest. Löwe, Widder oder Schütze. Ja? Ich spüre hier starke Löwe-Energie. Ich spüre aber ebenfalls Stier-Energie. Ja? Ich nehme die Karte jetzt erstmal wieder zurück. Ich würde sagen, wir gucken jetzt auch direkt weiter, Jungfrau. So, was bringt der Monat April jetzt noch der Jungfrau Sonne, Mond, Aszendent, Venus? Was bringt der Monat April? Also, was ich hier ganz, ganz klar bei dir reinbekomme, Jungfrau, du lernst wirklich, dich selbst zu, ja, vor allem zu genießen, aber vor allem habe ich das Gefühl bei einigen von euch, dass ihr jetzt mittlerweile kein Problem mehr damit habt, Single zu sein. Ne, dass du dir wirklich sagst, mir geht es trotzdem gut, auch wenn ich keinen Partner habe. Ja, das ist das Gefühl, was ich jetzt hier wirklich bei einigen von euch ganz, ganz stark wahrnehme. Dass ihr wirklich lernt, ich bin glücklich auch ohne Partner. Ich bin glücklich alleine oder ich genieße mein Single-Leben. Und Single sein ist keine Krankheit. Und das ist das, was ich hier wahrnehme. Du genießt einfach auch dein Alleinsein. Beziehungsweise das lernst du oder du hast das gelernt. Im April hast du es definitiv gelernt. Natürlich hat man gewisse Wünsche, natürlich hat man gewisse Sehnsüchte nach einem Partner oder nach dem perfekten Traumjob. Aber trotz allem sagst du dir, ja, auch wenn ich mir das wünsche, genieße ich trotzdem mein Single-Dasein, genieße ich es trotzdem mit mir selbst allein zu sein, weil ich mich selber wertschätze, weil ich mir selbst vertraue und mich selber nun wirklich liebe. Lieber bin ich Single, als mich mit irgendeinem Depp zufrieden zu geben, der mich nicht zu schätzen weiß, der mich nicht liebt und so weiter und so fort. Das ist das, was ich hier wahrnehme, Jungfrau. Meine Güte, das sind zu viele Karten, die nehme ich jetzt nicht. So, jetzt schaue ich mal, was jetzt hier für dich rauskommen möchte. Liebe Jungfrau, für den Monat April. April, Jungfrau. April, Jungfrau. Was bringt der Monat April der Jungfrau? Nummer 1, okay. April, Jungfrau. Nummer 2, das achte Haus, Transformation. Okay, Karma. Sich Ängsten stellen. Aber da müssen wir mal gucken, womit das genau zu tun hat. Jungfrau, April. Was bringt der Monat April noch der Jungfrau? So, eine Karte nehme ich noch. Ja, ich muss sie gleich ein bisschen anders hinlegen. Ich lasse es erstmal so stehen. Also, du hast jetzt hier das achte Haus. Dazu habe ich ja eben schon ein wenig was gesagt. Bei dem achten Haus geht es immer um eine Transformation. Da geht es immer darum, etwas loszulassen. Es geht um Karma. Es geht um ein Vermächtnis. Aber vor allem geht es auch darum, sich seinen Ängsten zu stellen. Na? Wir müssen mal gucken, womit das jetzt hier genau zu tun hat. Wie gesagt, allgemeines Orakel. Es kann auch sein, dass jetzt hier ein anderes Szenario kommt. Lass mich mal schauen. Da hast du jetzt hier als erstes oder als zweites, da hast du jetzt hier das Wasserelement. Okay. Bei dem Wasserelement geht es natürlich um Spiritualität, da geht es um deine Gefühle, es geht um deine emotionalen Bedürfnisse auf jeden Fall, es geht um Mitgefühl. Also was ich jetzt hier auf jeden Fall sehe, ja, deine Gefühle transformieren sich. Ne? Deine Gefühlswelt transformiert sich, dein Unterbewusstsein, das spüre ich ebenfalls. Wir haben hier das achte Haus, was ebenfalls das Wasserelement darstellt, weil das achte Haus zum Skorpion gehört. Ne? Es kann auch sein, dass du es mit einem Skorpion zu tun hast oder vielleicht mit einem Wasserzeichen, Krebs, Fische oder eben Skorpion. Das hatte ich ja hier ebenfalls gehabt. Ich spüre starke Skorpion- und Krebsenergie, muss ich sagen.
Genau, hier haben wir nämlich den Ritter der Kelche. Das könnte jetzt die besagte Person sein, um die es hier geht. Die Sieben der Kelche, die Zwei der Kelche. Also ich habe das Gefühl, ja, es wird mir jetzt gerade nochmal gesagt, irgendwas Heimliches, heimliche Gefühle. Und das kann natürlich auch sein, liebe Jungfrau, dass du heimlich in jemand anderen verliebt bist. Aber ich spüre, das kommt bei einigen von euch von einer anderen Person. Auf jeden Fall sehe ich, ja, ich sehe, dass du mehr Rücksicht auf dich und auf deine Gefühle nimmst. Aber vor allem, wenn ich mir das jetzt hier so anschaue, spüre ich eine sehr, sehr sensitive Energie. Ne? Es geht hier ebenfalls um die Intuition. Deine Intuition, die wirklich sehr, sehr stark ausgeprägt sein wird, ab den April oder vielleicht auch schon sogar die ganze Zeit. Lass mich mal sehen, was du jetzt hier hast. Das 10. Haus, da geht es um deine Karriere, deine Berufung. Ich habe das Gefühl, bei einigen von euch, eure Karriere wird sich hier transformieren. Es kann ebenfalls sein, dass hier einiges beendet wird. Wenn aber nur, weil du dich einfach nicht mehr wohlfühlst und weil es sowieso eben nicht mehr zu dir gehört. Ja, ebenfalls sehe ich hier Disziplin, Struktur. Dafür steht das 10. Haus. Also habe ich wirklich das Gefühl, einige von euch, ihr werdet nun wirklich an eurer Spiritualität mehr arbeiten. Ihr werdet mehr Spiritualität in euer Leben bringen. Aber vor allem habe ich das Gefühl, dass ihr daran wirklich arbeiten werdet, um gewisse Gefühle loszulassen, um zu heilen, um Karma aufzulösen, Affirmationen zu verwenden. Das ist das, was ich hier ebenfalls wahrnehme bei einigen von euch. Lass mal sehen, was du jetzt hier hast. Südknoten. Okay, bei Südknoten geht es immer um die Vergangenheit auch mit und es geht ebenfalls darum, etwas loszulassen. Ja. Südknoten, sind so Themen aus der Vergangenheit, da geht es ebenfalls nochmal um Karma, möglicherweise im beruflichen Bereich, das sehe ich bei einigen von euch. Ihr habt, also einige von euch, ihr habt hier wirklich eine karmische Situation bezüglich Beruf, bezüglich vielleicht auch des Geldes, aber ich sehe jetzt hier erstmal nur mehr die Karriere. Da sehe ich wirklich, da ist es erstmal wichtig, gewisse Dinge loszulassen, damit der Erfolg und so weiter dann kommen kann, weißt du? Aber was ich hier ebenfalls spüre, ist sozusagen wirklich ein Ende. Ein Ende bezüglich der Karriere, vielleicht auch einer Partnerschaft, bezüglich des Berufes oder vielleicht auch ja, im Liebesbereich. Ne? Da sehe ich hier wirklich, wir haben hier zwei Karten, die auf ein Ende hindeuten. Ne? Weil der Südknoten in einem anderen Kartendeck, was ich besitze, steht der Südknoten für die Tarotkarte, die 10 der Schwerter. Und die 10 der Schwerter ist das radikale Ende. Also es kann sein, dass ich hier. Dass sich hier irgendwelche Türen für dich schließen werden im Bereich Beruf, dann aber nur, weil es einfach nicht mehr zu dir gehört. Vielleicht ist es so, dass du wirklich damit beginnen möchtest, dich selbstständig zu machen, weil ich habe hier zwei Karten, die wirklich darauf hindeuten, ja, für das Alleinsein, für einen Alleingang, für ich mache mich selbstständig, ich werde jetzt mein eigener Chef, ich arbeite jetzt für mich allein sozusagen. Ne, solche Energien habe ich hier, das wird mir jetzt hier gerade richtig gezeigt durch die Kraft und durch die Herrscherin. Ne, also das ist wirklich das, was ich sehe. Lass mal sehen, was du jetzt hier unten drunter hast. Da hast du jetzt hier die Fixed Sternzeichen. Da ist Stier abgebildet, da ist Löwe abgebildet, Skorpion und ebenfalls Wassermann. Und hier geht es einfach um Stabilität, es geht um Loyalität, ebenfalls auch natürlich wieder um Ausdauer. Also zum einen spüre ich, Jungfrau. Das kann jetzt wirklich wahrscheinlich nur auf die wenigsten von euch zutreffen. Du musst mal gucken, wie es dann für dich passt. Auf jeden Fall sehe ich einige von euch, ihr verlasst eine Situation, die recht stabil war, um dann dorthin zu gehen, wo du wirklich hingehörst, wo du wirklich hingehen sollst und möchtest. Einige von euch, da hat es etwas mit der Spiritualität zu tun. Ja, weil ich habe jetzt hier wirklich zwei Karten, die wirklich auf Spiritualität hindeuten. Ne, vielleicht möchten einige von euch intuitiv arbeiten, Reiki, selber Karten legen oder auch ja, als Channel-Medium Kontakt mit Verstorbenen aufnehmen. Ne, das ist ebenfalls das, was ich bei einigen von euch hier wahrnehme. Und da ist es wirklich notwendig, dafür etwas zu tun. Weil ich sehe ja wirklich das 10. Haus und da geht es nun mal um Struktur und ebenfalls um Disziplin und um harte Arbeit. Also da sehe ich einige von euch wirklich sehr, sehr diszipliniert und strukturiert und hart arbeitend. Okay, ich würde sagen, wir gucken jetzt auch direkt weiter. Und liebe Jungfrau, jetzt muss ich mal ganz kurz intuitiv überlegen, welches Deck ich jetzt für dich verwenden werde als nächstes. Okay, ich verwende jetzt für dich. Das ist das Sacred Traveler Orakel von Denise Lin.
So, okay, Jungfrau, schauen wir uns das mal an, was jetzt hier noch kommt für den Monat April. April, Jungfrau. Bezüglich deiner Karriere, liebe Jungfrau, sollst du bitte auf dein Herz hören, wird mir gerade für einige von euch gesagt. Es wird sich etwas transformieren. Es wird etwas beendet werden. Es geht darum, ebenfalls deine Vergangenheit zu klären. Okay, was haben wir noch? Jungfrau April. Was bringt der April noch der Jungfrau? Jungfrau, Sonne, Mond, Aszendent. Venus. Was bringt der April noch der Jungfrau? April, Jungfrau. Okay, Dankeschön. So, unten drunter hast du folgende Energie. Wondrous Universe. Also hier geht es wirklich um das wundersame, wundervolle Universum. Walk in Beauty. Und das sehe ich bei dir. Also es geht also darum, den Weg der Schönheit zu gehen. Es geht darum, wirklich, ja, das ist so grob übersetzt, bedeutet es, laufe in Schönheit, umgib dich mit Schönheit. Ne? Erkenne, mit wie viel Schönheit du umgeben bist. Und das sind deine ersten beiden Karten, ne? Die darauf aufgerichtet sind. Dass etwas, warte mal, wie soll ich denn das jetzt ausdrücken? Also, du hast jetzt hier folgende Energien, ne? Die Kraft und die Herrscherin, das sind so zwei Energien, die für Schönheit irgendwo stehen. Weil die Kraft steht für das Sternzeichen Löwe. Und Löwen achten natürlich wirklich darauf, dass sie wirklich gut aussehen. Dass das, was sie tun, alles allgemein sehr, sehr gut aussieht. Dass die Fotos, die sie von sich selber machen, gut aussehen. Also habe ich das Gefühl, dass das ebenfalls eine wichtige Rolle für dich spielen wird. Dass du wirklich darauf achtest, dass alles gut aussieht. Ne? Entweder wirklich auf Social Media oder in deiner Partnerschaft oder im Beruf auch. Ne? Dass du wirklich sagst, nein, das muss jetzt wirklich gut aussehen und ich will einen guten Eindruck hinterlassen. Oder ne? Das ist das, was ich hier wahrnehme. Aber vor allem sagt natürlich die Karte, ja, geh den Weg der Schönheit, bring mehr Schönheit ebenfalls auch in dein Leben. Ne? So, was haben wir hier? Da hast du jetzt hier Reaching Your Destination. Hier geht es darum, dein Ziel zu erreichen. Ne? Also man sieht jetzt hier eine Seifenblase und da ist ein Schloss. Also du hast gewisse Wünsche, du hast gewisse Ziele. Ebenfalls auch durch den Brunnen hier. Ne? Der Brunnen steht ja, habe ich ja gesagt, das ist der Wunschbrunnen. Ne? Und hier wird ebenfalls gesagt, dein Licht leuchtet wirklich. Ja, hell. Wirklich steht jetzt hier nicht, aber das habe ich jetzt gesagt. Also hier geht es wirklich darum, dein Licht leuchten zu lassen, liebe Jungfrau. Es geht darum, dass du dich selbst wirklich so zeigst, ebenfalls auch, wie du bist. Dass du erkennst, wie wundervoll du bist. Dass du erkennst, wie wunderschön du bist. Ne? Also es könnte ebenfalls sein, dass ihr sagt im April, oh, ich will eine neue Frisur ausprobieren. Ich kaufe mir jetzt richtig schöne Sachen, wo ich mich wirklich wohlfühle. Aber hier wird ebenfalls gesagt, dass du wirklich darauf hinarbeiten wirst, durch das 10. Haus Arbeit, dein Ziel zu erreichen. Ja, also das ist wirklich genau das, was ich sehe. Du gehst hier wirklich deine Wünsche an. Einige von euch, ihr wisst noch nicht so richtig, oh Gott, wie soll ich denn das jetzt machen? Durch die achte Kelche wird mir das jetzt hier richtig krass vermittelt. Aber ja, es geht für dich darum, dass du damit anfängst, deine Wünsche Wirklichkeit werden zu lassen. Und hier hast du jetzt Cleansing Waters. Und hier geht es um eine Reinigung. Das passt ebenfalls durch das, ja, durch das Wasserelement hier und das, durch das achte Haus, was ja ebenfalls Wasser repräsentiert. Und hier sehen wir auf jeden Fall, eine Reinigung findet statt. Ne? Eine emotionale Reinigung. Vielleicht möchtest du ebenfalls auch dich und deinen Körper entgiften, sodass du wieder in deine Kraft kommst, dich wieder erholt fühlst, gestärkt fühlst und dann weiterzugehen in Richtung deines Ziels, in Richtung deiner Wünsche. Liebe Jungfrau, das ist hier ganz, ganz eindeutig zu sehen. Okay, als nächstes verwende ich für dich das Wisdom of the Oracle von Collett Baron Reed. So, da bin ich gespannt, was jetzt hier für dich rauskommt. So. Ja, also das ist schön, was ich hier wahrnehme, Jungfrau. Ja, also schöne Energien auf jeden Fall. Die Karte kam jetzt gerade gesprungen. Das ist die Freude. Deine Freude kehrt auf jeden Fall wieder zurück. Deine Lebensfreude kehrt zurück, weil du hast hier Löwe-Energie zweimal, jetzt dreimal. Und warum dreimal? Weil hier eine Sonne abgebildet ist. Und die Sonne ist der Herrscherplanet des Löwen, wo ich wirklich das Gefühl habe, ja, ich habe das Gefühl, zum einen, eine Situation nimmt ein Happy End. Eine Situation wird wirklich erfolgreich ausgehen für dich. Möglicherweise das, woran du gearbeitet hast.
in deinem Business oder in deinem Projekt oder in deiner Beziehung. Das sehe ich auf jeden Fall ein Happy Ending. Das sehe ich auf jeden Fall, dass es sehr, sehr erfolgreich wird. Ebenfalls durch die 6 der Stäbe. Aber ebenfalls sehe ich natürlich auch, ja, die Lebensfreude kehrt natürlich zurück. So, ich nehme die Karte mal wieder zurück. So, April, Jungfrau. Was bringt der wunderschöne April noch der Jungfrau? April, Jungfrau. Was bringt der Monat April noch der Jungfrau? Sonne, Mond, Aszendent. Hoppala, Venus. Oh, interessant. Ich habe jetzt hier sind jetzt mehrere Karten rausgefallen. Ich habe sie mir gerade angesehen, aber ich hätte sie trotzdem genommen. Mal davon abgesehen, ob ich sie gesehen habe oder nicht. Ich hätte sie jetzt trotzdem genommen, ne? Aber das ist ziemlich interessant, was sich hier zeigt. Aber genauso ebenfalls jetzt auch die Karte, die ich dir jetzt ebenfalls noch nicht zeigen werde. Ich mache es spannend. Okay, Jungfrau. Unten drunter hast du die Hohepriesterin. Da geht es um deine spirituellen Fähigkeiten. Da geht es um deine Intuition. Da geht es um Prophezeiungen. Es geht um Visionen. Es geht um dein Urteilsvermögen. Also, ich habe wirklich das Gefühl, der April, da ist deine Intuition wirklich sehr, sehr stark ausgeprägt auf den Punkt. Ja, das ist, was ich hier wahrnehme. Einige von euch, ihr seid wahrscheinlich wirklich sowas wie Hexen, in Anführungszeichen. Das ist positiv gemeint. Einige von euch, ihr zieht euch oder ihr fühlt euch zum Kartenlegen hingezogen, zum Tarot, zum Channeln, zum Kontakt mit Verstorbenen aufnehmen, eine Spiritualität allgemein zur Heilung. Aber vor allem spüre ich hier schon sowas wie, ja, Hexentum, das ist das, was ich bei einigen von euch wahrnehme. Aber das jetzt mal, falls du sagst, nee, damit kann ich nichts anfangen, trotzdem sehe ich bei dir wirklich eine sehr, sehr starke, ausgeprägte Intuition, die du hast, liebe Jungfrau. Im April, eigentlich schon die ganze Zeit, aber ich glaube, im April kommt das schon so richtig schön durch, ne? Okay, wir gucken mal, was jetzt hier alles für. Ich meine, ich habe ja schon die meisten Karten gesehen, unter anderem diese Energie. Da haben wir nämlich den König. Also hier spielt auf jeden Fall eine männliche Person eine Rolle. Es kann sein, dass du es mit so einer Person zu tun hast. Es kann aber ebenso sein, dass das dich darstellt. Ne? Also wir haben hier wirklich einen sehr, sehr starken männlichen Einfluss. Obwohl ich sagen muss, wenn ich mir jetzt die Karten so ansehe, spüre ich schon eine weibliche Energie. Ich meine, ja, durch die starke Löwe-Energie, die du hier hast, das ist ja das männliche Prinzip, das ist ein maskulines Sternzeichen Löwe, ne? Aber trotzdem spüre ich hier sehr, sehr viele weibliche Energien. Ich habe das Gefühl, dass es eine andere Person sein könnte. Okay, Jungfrau. Jetzt hast du hier das Pferdchen. Also du hast es. Okay, das ist interessant. Ich habe ja vorhin gesagt, falls du dich erinnerst, am Anfang habe ich gesagt, dass einige von euch möglicherweise Probleme damit haben könnten, Hilfe anzunehmen. Und hier wird das ebenfalls gesagt. Es geht also darum für dich, Hilfe zu akzeptieren von anderen. Ja? Möglicherweise von dieser Person, die sehr, sehr starke Autorität ausstrahlt. Das kann ein Chef sein, das kann ein guter Freund sein, das kann dein Vater sein. Oder auf jeden Fall spüre ich bei einigen von euch Hilfe, es geht darum, Hilfe zu akzeptieren, möglicherweise wirklich von dieser Person. Ja. Zum anderen spüre ich jetzt natürlich auch, wie gesagt, allgemeines Orakel. Ich muss jetzt schon mehrere Szenarien ansprechen. Ja, du musst da mal gucken, wie es für dich hinhaut. Zum anderen spüre ich, dass das hier dich darstellt, dass du wirklich in deiner Energie bist, also sprich nicht in deiner Energie, das ist anders, dass du wirklich dass du in der Führungskraft bist, ne? Das ist nämlich genau das, was ich gesagt habe, dass einige von euch sich hier wirklich selbstständig machen wollen. Ne, also dann spüre ich dich hier wirklich in einer sehr, sehr, ja, maskulinen Energie. Du verwirklichst dich, du gehst in die Führung, du motivierst dich und andere auch irgendwo. Das ist sozusagen die Königenergie. Ne? Auch da habe ich das Gefühl, akzeptiere hier Hilfe von anderen. Ja, es kann also sein, dass ebenfalls hier jemand auf dich zukommt, liebe Jungfrau, möchte dir hier helfen, aber du möchtest es nicht so richtig annehmen. Ja, weil du es alleine machen möchtest oder weil es dir vielleicht sogar auch schwerfällt. Ne? Also das ist ebenfalls das, was ich hier ganz klar wahrnehme. So, jetzt komme ich zu den ganz interessanten Karten. Ich habe sie schon gesehen und hier muss ich dazu sagen, es kann sein, dass das nicht unbedingt auf alle von euch zutrifft, sondern vielleicht nur auf einige wenige unter euch. Da haben wir nämlich zum einen die Katze. Ich meine, ja, das ist jetzt auch wieder ein Hinweis darauf, ja, Selbstständigkeit, Unabhängigkeit, Grenzen setzen, gesunde Grenzen setzen. Ne, einige von euch, ihr macht euch hier wirklich unabhängig, ihr macht euch selbstständig, ihr seid unabhängig. Ne, das ist ja das, was ich jetzt hier auch schon gesehen habe. Ne?
Was aber ziemlich interessant ist. Die Vesper. Da geht es um Wut, es geht um Zorn, es geht um Ärger und es geht um Eifersucht. Es kann also sein, dass du es mit so einer Person zu tun hast. Und da gilt es, sich abzugrenzen davon. Möglicherweise hast du es hier mit einer männlichen Person zu tun, liebe Jungfrau, die hier wirklich eifersüchtig ist, die vielleicht sehr, sehr zornig ist, die sich mit dir streiten möchte, die sich mit dir anlegen möchte, die vielleicht auch ein bisschen aggressiv ist, weil Wespen sind für mich auch unglaublich aggressiv. Und da geht es wirklich darum, dich davor zu schützen. Ja, das ist der Schutz. Also da habe ich wirklich das Gefühl, lerne Grenzen zu setzen. Lerne dich hier wirklich zu schützen. Ja, also das ist genau das, was ich hier wahrnehme. Ich spüre hier eine männliche Person oder Energie, das kann auch eine Frau sein. Die ist möglicherweise sehr zornig, sehr, sehr auf Krawall gebürstet, möglicherweise auch sehr, sehr eifersüchtig auf das, was du geleistet hast, auf dich, liebe Jungfrau. Weil ich sehe dich hier wirklich in einer sehr, sehr erfolgreichen Position. Ne? Und wenn Leute erfolgreich sind, ist es natürlich so, dass es da Hater geben könnte. Ne? Wenn du Hater hast, dann machst du alles richtig, sage ich immer. Ne? Also dann, ja, also das ist leider Gottes wirklich die Energie, die ich bei dir wahrnehme, liebe Jungfrau. Dass du es hier wirklich mit Person zu tun hast oder mit einer bestimmten Person, die ist eifersüchtig auf dich. Und da geht es auf jeden Fall, da ist es ganz, ganz wichtig, dass du lernst, dich hier wirklich abzugrenzen. Ja, aber ich sehe, Jungfrau, ich spüre das bei dir, dass du da auf einem sehr, sehr guten Weg bist und dass du das auf jeden Fall auch tust. Weil ich sehe dich unglaublich selbstbewusst. Wenn du es noch nicht bist, dann kommst du dahin. Ja? Du bist dein eigener Chef. Einige von euch, ihr seid euer eigener Chef. Ihr seid unabhängig. Ne? Das ist für mich, was die Katze darstellt. Ihr seid unabhängig. Ihr könnt gesunde Grenzen setzen. Und das sorgt natürlich auch, ja, also du bist erfolgreich. Das sehe ich hier bei vielen von euch. Ihr seid wirklich erfolgreich in dem, was ihr tut. Wenn nicht, dann kommt es noch. Und das zieht natürlich Menschen an, die darauf neidisch und eifersüchtig sind. Und davon musst du dich bitte schützen. Okay, zu guter Letzt lasse ich jetzt ebenfalls noch ein paar Karten rausspringen. Und zwar aus den Fortune Cards. Ich zeige es dir. Das sind diese Karten jetzt hier. Da lasse ich jetzt zum Abschluss noch mal ein paar Karten für dich rausspringen. Okay. Wie gesagt, falls du jetzt sagst, okay, das fühlt sich jetzt alles nicht so richtig stimmig an, schau dir, wie gesagt, natürlich auch dein Aszendent und dein Venuszeichen und auch dein Mondzeichen an, wenn du das möchtest, ja? Denn manchmal ist es so, dass der Aszendent mehr hinhaut oder das Mondzeichen als das eigentliche Sternzeichen. Das ist aber bei jedem von euch unterschiedlich. So, Jungfrau, ich bin gespannt, was jetzt hier noch auf dich, was jetzt hier noch rauskommt. Und wie gesagt, das sind so spezielle Botschaften. Das muss nicht auf jeden von euch zutreffen, ne? So, April, Jungfrau. Was bringt der Monat April jetzt noch der Jungfrau? April, Jungfrau. Okay, die unterste ist es hier auf jeden Fall. Die nehme ich zurück. April, die Jungfrau. Was bringt der Monat? Warte mal, das ist ein großer Stapel. Was bringt der April jetzt noch der Jungfrau? Jungfrau, April. Was bringt der April jetzt noch der Jungfrau? Na kommt schon, sprecht mit mir. April, die Jungfrau. Was bringt der Monat April? Interessant. Was bringt der April jetzt noch der Jungfrau? April, Jungfrau. Okay, das genügt. So, oh. Okay, unten drunter hast du folgende Energie. Das ist hier der Gockelhahn. Und hier hast du es mit einer Person zu tun, die wirklich möglicherweise arrogant ist, die vielleicht auch aggressiv ist, die gerne rumbläht. Und hier geht es wirklich darum, dass du dich mit dieser Person lieber nicht anlegen solltest. Also allgemein habe ich das Gefühl, du hast hier mit einer Person zu tun, mit der sollte man sich nicht anlegen. Die ist hier sehr, sehr wütend, die stachelt hier wirklich, die ist hier wirklich auf Angriff, ne? Mit so einer Person haben es hier wirklich einige von euch zu tun. Und unten drunter, das ist ganz, ganz spannend. Es kann ebenfalls sein, dass es hier eine ältere Frau sein könnte bei einigen von euch. Ja, es kann aber auch eine männliche Person sein. Okay. So, was hast du jetzt hier? Da hast du als erstes, das ist das Windspiel, Frieden und Harmonie. Das ist eine schöne Energie. Frieden und Harmonie, damit kannst du auf jeden Fall rechnen im April. Ein jüngerer Mann. Oh, also es kann sein, dass du es hier wirklich mit einem jüngeren Mann zu tun hast.
Lass mal sehen. Der Finger. Okay, hier wirst du also gewarnt bezüglich eines Problems, entweder jetzt oder aber in der nahen Zukunft, also im April. Du wirst hier wegen eines Problems so ein bisschen gewarnt, möglicherweise was mit dieser Person zu tun hat. Es kann also sein, dass durch diese Person dein Frieden und deine Harmonie sozusagen ein bisschen dadurch gestört wird, sagen wir es mal so. Schon wieder eine männliche Energie hier. Du hast es ja wirklich, oder einige von euch, ihr habt es hier mit einer Person zu tun, die männlich ist, möglicherweise auch helle Haare hat, blond ist, graue Haare hat oder sogar auch sehr, sehr helle Augen hat oder ein heller Hauttyp ist. Ne? Also eine männliche Person, möglicherweise entweder wirklich jünger oder unreif, unerfahren, das kann es auch sein. Da gibt es auf jeden Fall Probleme mit dieser Person, das sehe ich bei einigen von euch. Ne? Und da geht es wirklich darum, Grenzen zu setzen und dass du wirklich dafür sorgst, dass deine Harmonie und dein Frieden aufrecht bleibt. Und das kann wirklich sein, dass diese Person wirklich total arrogant ist und ja, eine Person, die ist auf Krawall gebürstet, die ist mit Vorsicht zu genießen, muss ich dir so sagen, wie es ist. Es kann aber ebenfalls auch diese besagte Person sein. Also diese Frau hier, ne, die wirklich sehr, sehr herrisch ist, sehr in der männlichen Energie. Auch das ist ja möglich bei einigen von euch. Es kann auch sein, dass du es mit zwei solchen Personen zu tun hast. Auf jeden Fall neigt diese Person dazu, deinen Frieden, deine Harmonie auf jeden Fall zu stören. Also du wirst hier gewarnt, liebe Jungfrau. Okay, ich wünsche dir, also im Großen und Ganzen sehe ich, alles ist gut, alles wird hier auf jeden Fall gut, weil du hast ein schönes Orakel. Im Prinzip, bis auf diese Angelegenheit sehe ich hier ja, sehe ich es gut, ne? Okay, Jungfrau, ich wünsche dir einen wunderschönen April und sage bis zum nächsten Mal. Lass es dir gut gehen. Tschüss.